Fernfahrer 2000. Die Eintracht verliert 3-0 in Stuttgart. Ich bin schon im Lossibus. Und ich glaube, ihr wisst, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Es ist wieder ein Konglomerat an Problemen und auch ein Konglomerat an tatsächlich validen Ausreden, die man vielleicht hat. Sehr ersatzgeschwächte Aufstellung. Es hat sich am Anfang ein bisschen so angefühlt, als wäre das hier irgendwie ein Testspiel im August, wo die Eintracht noch ein bisschen rumprobiert. Der Konstellation dann am 29., 30. Spieltag so neu zusammenzuspielen, klappt dann vielleicht nicht gegen einen VfB Stuttgart, das muss man auch dazu sagen, der sehr, sehr stark war. Und das sind momentan Welten zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht. Und das muss man erstmal so festhalten. Die Gründe kann sich jeder so auslegen, wie er möchte. Ich bin weiterhin ratlos, was das betrifft, weil ich nicht zu sehr in die eine oder andere Richtung gehen will, was meine Problemanalyse betrifft. Aber ich glaube, man kann mittlerweile im fortgeschrittenen Stadium der Saison festhalten, dass der Trainer nicht alle Lösungen parat hat, dass die Mannschaft nicht alle Lösungen aufnehmen kann, die er hat. Und dass auch der Kader nicht so zusammengestellt ist, dass man sagen kann, okay, das flutscht. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass die Eintracht dramatische Verletzungssorgen hat. Aber heute wurde, glaube ich, der 36. Spieler eingesetzt. Aber auch das kann man wieder positiv wie negativ deuten, dass man sagen kann, ja, er gibt der Jugend eine Chance. Man muss halt gucken, wie nachhaltig das ist. Hat das wirklich was gebracht, Nacho Ferri reinzubringen oder Elias Baum? Ich weiß nicht, haben wir davon Benefit? Wir werden es sehen. Die Frage, die über allem steht und stehen bleibt, was machen wir jetzt? Geht die Eintracht diesen Gamble weiter? Hält die Eintracht ihre Karten in der Hand und sagt tatsächlich, wir haben vielleicht ein bisschen das Gefühl, dass wir den Michael Arteta der Bundesliga haben und nächstes Jahr geht's vorwärts? Oder macht die Eintracht sich da was vor? Mein Pendel schlägt langsam in Richtung Vormachen aus, aber noch nicht komplett. Ich weiß es weiterhin nicht, aber man muss mal reden. Und ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt nicht übertreibe, wenn ich dieses Augsburg-Spiel ein bisschen auflade. Weil die können hier, wenn die in Frankfurt dann gewinnen, punktgleich mit uns sein. Und ich glaube, dann werden die Fragen weiter unangenehmer werden. Und darauf muss die Eintracht vorbereitet sein. Ich habe momentan nicht das Gefühl, dass die Eintracht das ist. Die Eintracht verliert sich teilweise in Ausreden. Die Fans sind frustriert und man kann es nicht ganz greifen. Es ist auch eine Spaltung unter den Fans, die sagen, Platz 6 ist doch okay. Aber die Frage ist, was passiert, wenn die Eintracht nicht Sechster wird und dann im Endeffekt vielleicht Trainerdiskussionen anfangen. Dann ist dieser ganze Gamble nämlich nicht aufgegangen und der hängt am seidenen Faden. Nochmal, ich weiß es weiter nicht. Ich will hier keine Trainerdiskussion selbst anfangen, keine Managerdiskussion, keine Einzelspielerkritik, was mich am meisten sowieso aufregt, ist dann in solchen Phasen, wo es nicht läuft, immer auf Einzelspieler losgegangen wird. Ich glaube ehrlich gesagt, das Problem ist übergeordneter und die Eintracht muss es rausfinden. Ich weiß es nicht. Ich muss es aber auch nicht. Ich muss die Frage nicht beantworten, ob man vielleicht auf dem Trainerposten noch was machen muss, was dieses Augsburg-Spiel jetzt bedeutet. Ich muss das nicht machen. Die Eintracht muss das in ihrer Kalkulation haben. Aber so ein bisschen habe ich Angst. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Eintracht Zuversicht ausstrahlt, während sie selber zittert. So ein bisschen wirkt das so. Dass eine gewisse Ratlosigkeit da ist, die dann zu diesen Dingen führt, die wir alle jetzt erleben. Das heißt, viele wechseln in der Mannschaft. Man flüchtet sich vielleicht in Ausreden, dass man sagt, ach, ich setze doch junge Spieler ein, ja, wir sind doch noch Sechster, bla 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 bla. Ich fasse es mal so zusammen. Die Situation bleibt gefährlich. Auf eine merkwürdige Art und Weise. Lasst ihr mal ein Like da, schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr die Situation seht, weil ich weiß es nicht. Ich hoffe sehr, dass Marvin und Stefan Reich am Montag überhaupt Bock haben, darüber zu sprechen. Es sei noch gesagt, dass die Stimmung im Auswärtsblock mega war. Tatsächlich richtig, richtig geil. Die Mannschaft wurde dann am Ende auch verabschiedet mit dem richtigen Song. Eintracht Frankfurt, du bist mein Leben, du machst mich glücklich, wenn du gewinnst, bla 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 und verlierst und dies und das und Ananas. Es ist am Ende dann doch das Wichtigste. Eintracht bleibt Eintracht. Versucht euch nicht zu sehr zu zerfleischen, aber die Eintracht muss trotzdem jetzt anfangen, in irgendeine Richtung Lösungen zu finden, die nicht so halbgar sind, wie das, was wir halt Woche für Woche sehen. Baba. Denn heute geht es um die Spieler von der Eintracht. Geile Typen, die müssen nicht wirklich richtig guten Fußball gespielt haben, sondern einfach geile Typen gewesen sein. Also ich habe mir einen ausgesucht, den ihr beide definitiv euch nicht ausgesucht habt. Mein Spieler war keine Legende und ich habe auch nicht so viel Fachwissen wie du jetzt über ihn, aber ich mochte ihn damals sehr gerne, ich weiß auch nicht genau warum. Habe eigentlich gedacht, was ist das denn für einer? Aber der hat hier vorne so einen Kranz gehabt, ja. So einen Haarkranz. Der konnte nichts. Und ist dann richtig zu einer Legende geworden. Gesicht wie ein Nussknacker. Habe ich gedacht, okay, wenn er ein Star werden kann, können wir das alle. Ja.